Hi Leute, in dem Video heute werde ich euch die 8 besten Entgiftungsmöglichkeiten, Detox-Methoden an die Hand geben. Und ja, wenn euch das noch näher interessiert, die einzelnen Punkte, dann kommentiert einfach unter das Video. Dann werde ich nochmal zu den einzelnen Punkten extra Video machen, wo ausführlicher ist. Und ansonsten viel Spaß beim Gucken. Hier die 8 Möglichkeiten, um den Körper zu reinigen, um die Entgiftung einzuleiten, um Altlasten loszuwerden. Viel Spaß beim Schauen. Nummer 1 ist das Fasten. Ganz klar an erster Stelle. Das Fasten, das gibt einfach dem Körper die Möglichkeit, sich zu reinigen. Die meiste Energie geht für die Verdauung drauf. Und wenn das mal nicht anfällt, dann hat der Körper eben die Chance zu heilen. Und das Beste, was ich dir jedem immer empfehle, gerade für einen Einstieg, ist, mit einem Frühstücksfasten anzufangen. Einfach das Frühstück weglassen. Dann hat der Körper jeden Tag die Möglichkeit, sich zu regenerieren, sich zu heilen. Hat man eine Entlastung, der Darm kann sich wieder zusammenziehen, alles kann sich wieder richten und neu ordnen. Genau. Wenn euch das Thema Fasten genauer interessiert, da gehe ich auch schon im Videokurs Erokostreinigungsweg drauf an. Schaut einfach mal in die Playlist auf meinem Kanal, auch in der Infobox verlinkt. Punkt Nummer 2 sind Basenbäder. Und Basenbäder ist auch eine super Möglichkeit, um den Körper einfach zu entgiften. Das funktioniert eben über die Haut. Die Gifte werden über die Haut ausgeleitet. Man sollte Basenbäder mindestens eine Dreiviertelstunde machen. Ab da fängt es an, immer mehr rauszuziehen. Man kann auch über Nacht sich in die Badewanne legen. Früher heißt es, Leute haben tagelang in basischen Bädern gebadet. Es gab basische Quellen und es wurde eben auch als Jungbrunnen bezeichnet. Und das ist eine unglaubliche Möglichkeit. Es gibt zum Beispiel auch Zeichnungen von einem Gemälde. Da gehen alte Leute auf der einen Seite in ein Becken mit basischem Wasser und dann gehen sie wieder verjüngt raus. Und es ist wirklich so, wenn man länger in diesem Wasser bleibt, umso länger man da eben drin bleibt. Die Leute haben das tagelang gemacht früher. Umso mehr hat es einen verjüngt, umso mehr zieht es raus an Altlasten. Und es ist wirklich eine super Möglichkeit, ganz einfach über die Haut. Was man da beachten sollte, ist einmal, dass man richtige basische Bäder verwendet, also ohne Zusatzstoffe. Da gibt es verschiedene Mischungen. Ihr könnt ganz einfach zum Beispiel Meersalz und Natron verwenden oder was ich benutzt habe, wo, ja, soweit ich weiß, keine schädlichen Zusätze drin sind, ist Biolea, heißt es, glaube ich. Ich verlinke es einfach drunter. Genau, das ist eben eine Möglichkeit, kann jeder machen, super entspannend. Man kann sich dabei beschäftigen, Zeitung lesen. Oder lieber keine Zeitung lesen, irgendein interessantes Buch. Punkt Nummer 3 ist der Einlauf. Funktioniert auch wieder über die Haut, beziehungsweise die innere Haut, über die Darmschleimhäute. Und eben den Dickdarm kann man damit reinigen. Es ist eben eine super Möglichkeit, gerade beim Fasten und bei den ersten Fasten, wenn man diese typischen Symptome wie Schwindelgefühl bekommt, Kopfschmerzen, teilweise dann schwarz vor Augen, wenn es heftiger wird beim Fasten, dann kann man einfach durch einen Einlauf wirklich diese Altlasten lösen und im Darm sitzen so viele Schlacken, so viel alter Dreck. Und um das rauszubekommen, unterstützt diesen Einlauf einfach super. Ich habe auch schon Videos drüber gemacht in der Infobox, schaut sich einfach mal an. Genau, Einlaufbeutel ist auch drunter verlinkt. Aber ansonsten ist es eine super Möglichkeit. Probiert es einfach aus, schaut euch das Video an. Ansonsten Punkt Nummer 4 dann. Es ist Trockenbürsten. Trockenbürsten funktioniert ganz einfach wieder über die Haut. Ihr bürstet euren Körper mit einer sogenannten Trockenbürste. Ich verlinke auch drunter mal was, wo ihr die bekommen könnt. Und ja, ihr fördert damit durch die Durchblutung. Der Lymphfluss wird in Gang gebracht. Und die Poren werden wieder frei. Das ganze System, ja, leitet die Gifte dadurch besser aus, eben über die Haut auch wieder. Auch eine super Möglichkeit. Punkt Nummer 5, ganz einfach und banal, ist Bewegung, Sport. Und bei Bewegung und Sport halte ich es immer für wichtig,
dass ihr das macht, was euch Spaß macht, was dir Spaß macht, was dich erfüllt. Geh Trampolin springen, geh tanzen, hüpf durch die Gegend, balancier auf einem Bordstein, egal was, Hauptsache du bewegst dich. Das ist das Wichtige. Schon so ganz einfache Dinge wie ja, die Treppe benutzen statt einem Aufzug, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren statt mit dem Auto. Oder das Auto weiter wegparken, ein bisschen bewegen, einfach rumspringen. Hauptsache es macht dir Spaß. Das ist das Wichtige. Und bei Bewegung ist es auch immer zu bedenken, das Ganze moderat zu machen. Immer auf den Körper zu hören. Nicht auf die Uhr schauen, hey, oh, so und so viel Leistung. Und in Anspannung sich bewegen. Du kannst immer alles mit Anspannung und Entspannung machen. Du kannst dich auch mit Entspannung bewegen. Du kannst auch einfach da sitzen. Völlig verkrampft und verspannt. Aber du kannst dich eben auch in Freude bewegen, in Entspannung bewegen. Und dann hat Bewegung auch einen ganz anderen Sinn. Und dann werden die Gifte ganz anders ausgeleitet. Alles kommt in Fluss, der Kreislauf kommt in Schwung. Ja, ist eine weitere super Möglichkeit, um Gifte auszuleiten. Kann jeder machen, ganz leichte Sachen in den Alltag zu integrieren. Ja. Muss kein Höchstleistungssport sein, soll kein Höchstleistungssport sein, einfach nur den Kreislauf in Bewegung bringen, Lymphfluss in Gang bringen. Punkt Nummer 6 sind Sonnenbäder. Arnold Ehret schreibt es zum Beispiel auch in seinen Büchern, die auch drunter verlinkt sind, auch mit dem Fasten übrigens, schaut da rein, wenn ihr mit dem Fasten beginnen wollt, lest die Bücher von Arnold Ehret zuerst mal durch. Es ist wichtig, sich da mal erstmal zu informieren, damit man weiß, was auf einen dazukommt. Und dass man auch beim ersten Mal vor allem am besten sich eine Begleitung dazu holt oder jemanden, mit dem man sich austauschen kann, damit man einfach Feedback bekommt, damit man sich da nicht zu sehr reinsteigert, vor allem es auch nicht übertreibt, auf seinen Körper da hört. Genau, und bei Sonnenbädern ist es auch so, die lösen eine starke Entgiftung aus, fangt da langsam an, ganz kurze Zeiten und steigert euch dann. Und schaut dann, wie es euch gut tut, wie das Ganze funktioniert. Aber eben auch eine super Möglichkeit, es öffnet einfach die Poren, der ganze Dreck geht raus, man kann alles ausschwitzen. Und auch diese Sonnenenergie, die man auftankt, Vitamin D, alles, was man da abbekommt, das gute Wetter, was es einem gibt, die Laune steigt einfach, ihr kennt es bestimmt selbst. Gutes Wetter, ihr geht nach draußen, ihr strahlt, jeder strahlt euch an. Punkt Nummer 7, Sauna. Einfach alles rausschwitzen. Viel Flüssigkeit am besten in Form von Früchten zu euch nehmen, Erdbeeren, Wassermelone. Egal was, diese ganzen leckeren Früchte, wasserhaltige Lebensmittel, Gemüse zu sich nehmen und alles ausschwitzen. Und die Poren dadurch öffnen. Alles rauslassen. Und auch bei Sauna gilt wieder, macht es moderat, fangt da ganz langsam an, steigert euch, hört auf euer Körpergefühl, übertreibt es nicht. Und der letzte Punkt, Nummer 8, ist dann die Ernährung. Die Ernährung, der wichtigste Punkt fast zum Schluss, einfach eure Ernährung schrittweise umstellen. Und bei der Ernährung habe ich eine goldene Regel so, beziehungsweise zwei, immer natürlicher und unverarbeitete Essen. Also es geht einher. Immer unverarbeitete, immer natürlicher und immer einfacher Essen. Was meine ich damit? Anstatt Reis, Vollkornreis benutzen, anstatt Zucker, erstmal braunen Zucker und dann später auf natürlichere Sachen, unverarbeiteter, statt diesen weißen, raffinierten Zucker zu verwenden, benutzt man dann ja, unverarbeiteteren Zucker, irgendwann dann sowas wie Agavensirup und das beste, optimale zum Süßen sind natürlich Datteln, Trockenfrüchte. Die süßen am besten eine natürliche, gesunde Süße. Genauso bei Fetten, anstatt Öle irgendwann zu verwenden, anstatt raffinierte Öle zu verwenden, irgendwann kaltgepresste Öle verwenden als ersten Schritt. Und dann ist das Beste natürlich, natürliche Fettquellen zu verwenden, Avocado, Nüsse und so weiter, Kokosmousse, Kokosfleisch, junges Kokosfleisch, älteres Kokosfleisch, ja, Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse, egal was, Cashewnüsse, was ihr da bevorzugt.
Genau. Und dann langsam die Ernährung immer natürlicher werden lassen. Immer einfacher, nicht mehr so viel mischen, immer weniger verarbeitete Lebensmittel, kein, ja, wie gesagt, raffinierte Öle, raffinierter Zucker, Salz weglassen. Anstatt Salz könnt ihr zum Beispiel Algen verwenden, getrocknete Tomaten. Und da immer natürlicher werden. Immer weniger kochen dann, einfach in den Mund nehmen, einfache Rohkost, einfach eine Gurke in die Hand snacken, eine Paprika, beste Fastfood überhaupt, die Banane. Genau. Also das waren meine 8 besten Entgiftungsmöglichkeiten. Ich hoffe, die helfen euch weiter. Ihr informiert euch über die eine oder andere Sache da und probiert die eine oder andere Sache aus und integriert die wirklich dauerhaft in euer Leben und ihr werdet merken, was das euer Leben bereichert, wie ihr euch immer glücklicher fühlt und wie das einfach ein Schritt ist, um gesünder, glücklicher zu werden, um Altlasten loszuwerden. Ansonsten schreibt, wie gesagt, drunter, wenn ihr genauere Videos nochmal dazu wollt, zu den einzelnen Punkten. Ansonsten macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.